kann es kaum erwarten, endlich loszufahren. Zuvor muss ich mich jedoch noch von meinem Freund Carlos verabschieden. Heute ist Sonntag, 14. Mai. Der erste Tag geht los. Heute ist der Plan, auf dem Pico Veleta zu fahren. Der höchste befahrbare Pass in Europa geht auf ca. 3300 Höhenmeter rauf. Der Plan wäre, oben zu schlafen. Schauen wir mal, wie kalt das da ist. Laut Wetterbericht steht gefühlt minus 16 Grad drinnen. Wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich nutze für die Auffahrt eine kleine Nebenstraße, die mich am Canale Stausee vorbeiführt. Bis zum Stausee ist die Steigung verdächtig angenehm. Ich habe mich da für einen verkehrsarmen Anstieg auf den Pico Veleta entschieden. Überhaupt kein Verkehr, richtig, richtig fein. Allerdings auch richtig, richtig steil. Aber ist jeden Schweißtropfen wert. Um einen Berg mit über 3300 Meter befahren zu können, braucht man auch im Sommer einiges an Glück. Ob mir der Wettergott an diesem Tag wohlgesonnen ist, wird sich noch zeigen. Die 2000 Höhenmeter Marke ist erreicht. Man merkt jetzt schon, dass mit im Prinzip jeden Meter immer kälter und kälter wird. Noch sind es ca. 1500 Höhenmeter bis zum Gipfel. So, da bin ich mir nicht zu 100% sicher, aber ich schätze, auf diesen Berg geht es heute noch rauf. Hola! Weder zu Fuß noch mit dem Fahrrad war ich bisher auf einem Gipfel über 3300 Meter. Der höchste Berg Österreichs, der Großglockner, ist mit 3798 Metern gerade mal 400 Meter höher als der höchste Punkt der heutigen Etappe. Definitiv nicht fahrbar. Ich schätze, es hat minus 2, minus 3 Grad. Die gefühlten minus 16 vom Wetterbericht, ja, werden stimmen. Nichtsdestotrotz, da oben ist der Gipfel. Und die werden jetzt trotzdem da zu Fuß noch erklimmen. Thank you.
Escaleta ist geschafft. Der längste Anstieg meiner ganzen Reise. Wie man vielleicht hinter mir ein bisschen sieht, Wetter ist Katastrophe herum. Radl habe ich ca. 150 Höhenmeter weit unten stehen lassen. Der Wind ist so extrem. Es liegt noch ein bisschen Schnee, also null Chance zu fahren. Nach der Befahrung bzw. Begehung gestern vom Pico Veleta habe ich die Nacht dann in diesem Refugio verbracht, gemeinsam mit dem Gilles, 65-jähriger Franzos, der 10 Kilo mehr Gepäck mitgehabt hat wie ich und da trotzdem easy rauffahrt. Der Start war echt hart heute. Im Refugio hat es, glaube ich, unter Null auf jeden Fall gehabt. Alles angezogen, was ich gehabt habe. Jetzt ist schon recht angenehm. Die Abfahrt führt mich am Fuße des Mullersen vorbei. Der Mullersen ist mit 3479 Metern der höchste Berg auf dem spanischen Festland. Während ich von einer Besteigung absehe, so ist Gilles, mein 30 Jahre älterer Reisekollege, bereits auf dem Weg zum Gipfel. Oh, fuck. Schaut nicht gut aus. Was nicht passieren darf, passiert manchmal trotzdem. Die Windjacke ist in den Antrieb geraten. Es wurde nicht nur die Kassette von der Nabe gezogen, nein, leider ist auch das Schaltwerk gebrochen. Ich repariere den Antrieb notdürftig und rolle 1200 Höhenmeter bergab in die nächste Ortschaft. Heute geht's von Boubillon nach Motril. Eine Strecke ca. 2,5 Stunden. Es ist die einzige Stadt in der ganzen weiteren Umgebung, wo es dieses spezielle Schaltwerk gibt, was bei mir verbaut ist. Ich muss das also heute holen fahren. Morgen in der Früh wird es montiert. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, wie in diesem kleinen Ort zu stranden. Das Radgeschäft in Boubillon hatte mir das Schaltwerk organisiert. Ich musste es also nur abholen, bevor es am nächsten Tag montiert wird. Jetzt hat es ca. 20 Minuten zu Fuß gehen und dann sollte ein neues Schaltwerk kommen. Yes! Es mag sich eigenartig anhören, aber zu keinem einzigen Zeitpunkt ärgere ich mich über die Situation. Ich tauche in die Geschichte der Gegend ein und genieße meinen Ausflug von den Bergen an die Küste. Die Region, wo ich mich gerade befinde, wird Albujarras genannt. Es ist eine Gebirgsregion, hauptsächlich an der Südseite der Sierra Nevada. Und ist bekannt für die typischen weißen Berberhäuser. Je
Jetzt repariert der Brian gerade das Rad und in circa einer halben Stunde wird die Reise dann hoffentlich pannenfrei weitergehen. Heute geht es weitgehend dem Südhang der Sierra Nevada entlang, bis ich gegen Ende der Tour die Sierra Nevada noch einmal überschreiten werde. Es gibt grundsätzlich zwei Passstraßen über 2000 Meter auf die Sierra Nevada. Die erste ist der Pico Veleta und die zweite werden wir heute noch mal befahren und somit geht es auch schon ins Landesinnere. Die ganze Region ist auch bekannt für Fleischprodukte. Trevalet dürfte hier eines der Hochburgen sein. In ziemlich jedem zweiten Haus hängen irgendwelche Schweinefüße, Schweinehälften oder irgendwelche Schinkenprodukte drinnen. Also ich schätze mal, dass die Schinken ist teilweise ein bisschen übertrieben mit den ganzen Figuren. Ein bisschen grenzwertig, aber okay. Es ist da übrigens so gut wie null Verkehr. Also ich glaube, seitdem ich gestartet bin in Granada, haben mich keine 30 Autos überholt. Echt richtig, richtig fein, richtig ruhig. Was bis jetzt auch extremst auffällig ist, muss ich sagen, auch wenn da wenig Verkehr ist, die Autos, die überholen mindestens mit 2 Meter Abstand, fahren sehr, sehr rücksichtsvoll, fahren auch langsam vorbei. Das schlechte Wetter ist jetzt doch noch gekommen. Es donnert hinter mir und es donnert vor mir. Wobei es hinter mir deutlich schlechter ausschaut. Leider Gottes bin ich gestern dann doch noch in ein richtiges Gewitter gekommen, habe mich dann aber da hinten in diesen Unterstand mit Brunnen retten können. Es war perfekt überdacht. War bis auf den Vorfall vorm Schlafen eigentlich auch eine sehr ruhige Nacht. Es gibt da freilaufende Pferde, die sind ziemlich laut gewesen in der Nacht. Gestern, nachdem ich gekocht habe, hat mir auf einmal ein Fuchs belagert, der meinen Zeltplatz auch nicht mehr verlassen hat. Der ist bis auf 2 Meter zugekommen zu mir. Ja, der war ziemlich penetrant, war feindlich, aber jetzt auch nicht unbedingt angenehm. In Summe haben wir dann doch, dass der vermutlich auf Essensuche ist, da man natürlich bekannt ist, dass man, wenn man im Bärengebiet ist, das Futter immer vom Zelt weggeben soll und am besten einen Baum aufhängen, war ich gestern dann auch so schlau und hat meine Satteltasche mit dem Essen 3 Meter vom Zelt weggestellt, was jetzt auch noch eine mittelmäßig schlaue Idee war. Der Fuchs hat nämlich meine Taschen geschnappt und ist abgehauen in den Wald damit. Jetzt ist sie weg. Vielleicht finden wir es noch, aber vorerst ist mein gesamtes Essen inklusive einer Satteltasche weg. Gut, dann gehen wir mal schauen, ob der Fuchs meine Taschen irgendwo liegen lassen hat. Abgehauen ist auf jeden Fall in die Richtung. Auffindbar waren letztendlich nur Verpackungen. Ich hoffe, meine Milchbrötchen sowie die Salami haben ihm geschmeckt. Das Design der Milchbrötchenverpackung erscheint im Nachhinein doch recht schlüssig. Es ist unglaublich, mich hat tatsächlich ein Fuchs ausgeraubt.
und die Tasche ist nicht auffindbar. Keine Ahnung, ich werde jetzt noch einen weiteren Umkreis absuchen, aber augenscheinlich hat der irgendwo in seinem Bauch versteckt. Der erste ungeplante Stopp lässt auch heute nicht lange auf sich warten. Bereits von Weitem zieht mich eine Burg in seinen Bann. Unterkünfte nutze ich, um mein Gewand zu waschen und meine Ausrüstung zu trocknen. In jeder Unterkunft schaut es daher aus wie auf einem Schlachtfeld. Erinnert mich an den Horrorfilm The Hills Have Eyes. Aber ich bin guter Dinge, dass ich auch diesen Abschnitt überleben werde. Der Weg, wo ich gerade bin, ist definitiv nicht fahrbar. Der Schotter ist extrem grob. Mag sein, dass es mit einem Mountainbike funktionieren wird. Mit meinem Gravelbike ist es jedoch nicht möglich. Jetzt heißt es einmal, wer sein Rad liebt, der schiebt. Es hätte halt übrigens auch einen einfachen Weg über die Straßen gehen. Jedoch sind einfache Wege meistens Fahrt. Man erlebt deutlich weniger, wie ich gerade, auf dieser alten, geschotterten Straße. Das Rätsel ist gelöst. Ich bin da auf einer alten Bahnstrecke unterwegs, seit ca. 50 Minuten. Und wer weiß, wie der Unterbau bei einer Bahn bei uns ausschaut, da kann sich jetzt ungefähr vorstellen, wie super das jetzt vorne ist. Und genau Orte wie dieser, diese alte Eisenbahnbrücke, was ausschaut wie aus einem Wildwestfilm, sind der Grund, warum man nicht den einfachsten Weg nehmen sollte, sondern immer an, auf dem es was zum Entdecken gibt. Ich erreiche die Garaffe-Wüste. Vor mehr als 100.000 Jahren befand sich hier ein See mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Als der See austrocknete, blieb ein Sedimentbecken mit einer einzigartigen, reliefartigen und zerklüfteten Landschaft zurück.
Tegu-Rafa-Wüste folge ich der Strecke des Langdistanz-Gravel-Rennens Badlands. Badlands gilt mit ca. 800 Kilometern und 16.000 Höhenmetern als eines der anspruchsvollsten Rennen in der Gravel-Szene. Also ich muss ehrlich sagen, heute bin ich schon ein bisschen fertig. Obwohl der angenehme Wind geht, hat es trotzdem um die 30 Grad. Und diese Garafe-Wüste, es geht da nur bergauf, bergab. Bergauf ist teilweise zum Schieben, weil es einfach zu steil zum Fahren ist. Es wird gehen, aber es ist schlicht und einfach zu anstrengend. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Ort. Ich hoffe, dass da zumindest der Gasthaus oder einen Supermarkt gibt. Die Gegend ist ziemlich remote. Und in den letzten 3 Stunden sind wir genau 2 Personen untergekommen, die mit dem Quad da in der Garafe-Wüste herumdüsen. Sicher auch lustig und weniger anstrengend. Da ich heute noch einen Stausee erreichen möchte, folge ich nicht der originalen Route, sondern plane eine alternative Rennradversion. Ob ihr diese Strecke mit dem Rennrad fahren wollt, das überlasse ich euch. Überquerung, check. Die Bäume, was man da gerade gesehen hat unten, stehen zu 100% im Wasser. Also da dürfte irgendwo ein kleiner Staudamm sein, der das Wasser gerade so hoch aufstaut, dass die Bäume da unten perfekt wachsen. Schon krass der Kontrast von einem reinen Wüstengebiet hin zu einem Tal, das eigentlich wieder komplett grün ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Hinter mir seht ihr meinen Campingplatz der heutigen Nacht. Die Nacht war grundsätzlich relativ ruhig, bis auf circa 10 Minuten um 12 Uhr, wo irgendein Tier vor dem Zelt gestanden ist und die ganze Zeit geknurrt und geschnauft hat. Keine Ahnung, was das war, aber da geht der Herzschlag auf jeden Fall rauf. Und man schlaft die nächsten 1 bis 2 Stunden nicht mehr so gut, sage ich jetzt einmal. Aus meiner Begegnung mit dem Fuchs bin ich übrigens ein bisschen schlauer geworden und habe das Essen jetzt gleich in meinen Rucksack gegeben und den Rucksack danach ca. 10-15 Meter vom Zelt weg auf einen Baum gehangen. So schaut übrigens die improvisierte Lösung für die zweite Seitentasche aus. Ist nicht perfekt, aber es funktioniert aber vorerst. Das knurrende Tier vor meinem Zelt beschäftigt mich noch ein wenig. Ich möchte wissen, was es war. Ich hätte das Geräusch am ehesten einen Wolf zugeordnet. Die gibt es jedoch in der Gegend nicht. Nach langer Recherche komme ich zum Schluss, dass es vielleicht ein seltener iberischer Luchs gewesen sein könnte. Bis in die Stadt Albacete werde ich ab jetzt der Bikepacking-Route Altra Vesur folgen. Die Route verläuft durch den Süden Spaniens, beginnt in der Nähe von Gibraltar und endet in Valencia. Ob die Mountainbike-Strecke mit meinem Gravelbike befahrbar sein wird, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So,
Also alte, verfallene Häuser findet man da in den Bergen doch einige. Ich schätze mal, dass das erstens einmal absolute Selbstversorgerhütten waren und primär für die Landwirtschaft gedacht sind. Gulaschsuppe sucht man in den spanischen Supermärkten vergebens. Stattdessen werde ich mir des Öfteren einen typischen spanischen Bohneneintopf genehmigen. Ziel wäre heute zumindest noch 50 Kilometer fahren. Da wäre eine Ortschaft. Und falls das Wetter richtig scheiße wird, gibt es dort auch Unterkünfte. Man könnte jetzt natürlich warten, bis der Regen aufhört. Das Problem ist aber, beim Herumstehen wird es auch nicht wärmer. Deswegen weiterfahren und hoffen, dass das Wetter wieder besser wird. Wir befinden uns mittlerweile im spanischen Hochland auf 1600, 1700 Meter. Genau solche Gegenden sind der Grund, warum für mich eine Radreise so eine Faszination ausübt. Das sind einfach Gebiete, wo man als normaler Urlauber nie im Leben hinkommt. Es ist völlig menschenleer. Das Einzige, was es gibt, ist Landwirtschaft, also sprich ein paar Schafherden sind wir untergekommen. Ansonsten ist da herum absolute Stille. Man hört nichts, man sieht niemanden. Plan, also diese Ortschaft zu fahren, habe ich schlussendlich verworfen gestern, weil ich noch dieses wunderschöne Refugio gefunden habe, wo bereits der Juan und der Javier vor Ort waren. Zwei Spanier, mit denen es noch sehr, sehr lustig war. Und wir haben uns mittels Google Translator über wirklich Gott und die Welt unterhalten. Die haben von riesen Popcorn-Packungen, Nüsse, Whisky, Anis, Bier, irgendeinen Bohnenauflauf, also die haben wirklich alles in Hülle und Fülle mitgehabt, Brot, Olivenöl, also wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann. Dementsprechend war es noch recht ein lustiger Abend. Der Juan und der Javier reisen selber recht viel und sind mit ihrem Pickup in halb Afrika schon unterwegs gewesen und in ein bis zwei Monaten geht es wieder nach Kenia runter. Der Juan und der Javier haben mich gerade verlassen und sind Richtung Heimat gedüst. Und ich muss jetzt ganz, ganz was Wichtiges, ganz, ganz dringend machen. Und dann werde ich auch aufbrechen. Manchmal sieht man Dinge nicht, obwohl sie direkt vor einem liegen. Javier lehrt mich, genauer hinzuschauen. Und so entdecken wir am Vortag neben Mouflons zahlreiche weitere Tierarten.
massiv, es ist herrlich. Ich komme leider gar nichts weiter auf dieser Hochebene, weil ich alle 5 Minuten entweder die GoPro auspacken muss, das Handy auspacken oder weil es sonst irgendwas zum Schauen gibt. Wovor ich da halt echt Respekt habe, das sind die Hirtenhunde. Die haben grundsätzlich einen starken Beschützerinstinkt und ich glaube nicht, dass die sonderlich positiv gestimmt sind auf mich. Hirtenhunde sind friendly, sind mal gut gesinnt. Die Uhren ticken in Spanien anders. Und so gibt es warmes Essen meist erst ab 17 Uhr. In der einzigen Ortschaft des heutigen Tages gönne ich mir daher ein typisch spanisches Sandwich. Entdecken gibt es eigentlich jeden Tag etwas. Und so führt mich auch die Route dieses Mal an einer kleinen Höhle vorbei. Seit circa einer Stunde bin ich jetzt auf einem Wanderweg unterwegs. Seien das zwar offizielle Bikepacking-Strecken, ist jedoch eher für Mountainbikes gedacht und mein Gravelbike ist da sicher unterdimensioniert. Wobei ich sagen muss, selbst mit einem Mountainbike wäre ich, glaube ich, jetzt nicht viel mehr Passagen gefahren, weil einfach jedes Radl mit so viel Gepäck träge wird. Ja, jetzt bewegen wir uns wieder Richtung Zivilisation. Die Strecke führt gütigerweise jetzt auch wieder mal über eine Straße. Was für kurze Zeit auch wieder richtig angenehm ist, muss ich sagen. Die Zivilisation war vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Es war exakt ein Haus, na, da kommt noch ein zweites. Da fahren sogar ein drittes. Okay, aber das war es jetzt auf jeden Fall. Psychisch und mental hätte ich mich schon darauf eingestellt gehabt, dass die Essenssituation morgen eher mau wird, weil heute liegt kein Supermarkt auf dem Weg und es war nur ein Ort, den ich im Prinzip durchfahren bin. Und morgen ist Sonntag, da hat sowieso nichts offen. Jetzt aber meine Frau hat auch gerade erklärt, dass morgen Montag ist, was mega geil ist, weil zwar mit dem Essen keine Rücksicht nehmen und kann einfach auffuttern, was ich habe.
letzte Anstieg für heute. Und dann sind es noch ca. 10 Kilometer zum Refugio. Mit zwei kleinen Anstiege. Und dann ist es geschafft für heute wieder. Einen kleinen Mini-Gipfel gefunden. Den nehme ich jetzt auch noch mit. Dass sich mehrere dieser Refugios auf meiner Wegstrecke befinden, wusste ich vor Antritt meiner Reise nicht. Auch war mir vorher nicht bewusst, dass insbesondere die Menschen, die ich treffe, diese Hütten zu einem wunderschönen Ort machen. Die Nutzung ist kostenlos und basiert auf dem Vertrauensprinzip. Gestern im Refugio bin ich noch drauf gekommen, dass bei der letzten Abfahrt meine Schuhe abhanden gekommen sind. Also nicht die Radlschuhe, die habe ich an, sondern so ganz leichte Barfußschuhe. Dank Fotorekonstruktion habe ich gewusst, dass das bei der letzten Abfahrt passieren hat müssen. Ich bin jetzt nochmal auf die Suche gegangen. Ich bin jetzt mehr oder weniger fast die ganze Abfahrt nochmal zurück raufgefahren. Eine Stunde gedauert und siehe da, gefunden. Ich schätze, dass ein Ranger, der da patrouilliert hat in der Früh, die da aufgehängt hat, ich glaube nicht, dass sie die selbstständig da auf diese Staude draufgehangen haben. Jedenfalls, Schuhe sind wieder da und der Trip geht weiter. Der ganze Gepäcktransport ist leider ein bisschen ein Lernprozess, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt zusätzlich zu diesen zwei Spanngurte die Schuhe nochmal an dieser Seitentasche befestigt. Das heißt, auch wenn Sie die Spanngurte jetzt lösen, hängt es trotzdem noch an der Seitentasche. Nach einer Stunde 45 und ca. 500 Höhenmeter bin ich wieder am Startpunkt der heutigen Etappe angelangt. Das Wappen der nächsten Stadt wird von zwei Eichkätzchen repräsentiert. Ich freue mich nicht nur über das Wappen, sondern finde seit Granada auch die erste Bäckerei. Die Ortschaft, wo ich gerade war, hat übrigens ca. 2000 Einwohner gehabt. Es war jetzt fast ein bisschen stressig, weil ich das überhaupt nicht mehr gewohnt war. In den letzten Tagen habe ich mehr oder weniger keinen einzigen Menschen getroffen. Ciao Andalusien, hola Kastilien. Also das Hinterland von Spanien, muss man ehrlich sagen, ist gemacht für Radfahrer. Es ist da absolut nichts los. Diese Pausenplätze, was da auf die Pässe oft gibt, das ist das, wo die schlauen Füchse daheim sind und die Leute das Essen fahren. Ich habe schon gelernt, deswegen fahre ich jetzt weiter. So soll das sein. Ich glaube, der Spanier hat mir zwar gerade erklärt, ich soll nicht zum Refugio fahren, weil das Wetter extrem schlecht wird. Aber ich glaube, der kennt sich nichts aus. Er hatte im Nachhinein nicht ganz unrecht. Das Wetter schaut eigentlich den ganzen Tag relativ okay aus. Es tröpfelt immer wieder ein bisschen. Kann sein, dass ein Gewitter kommt. Es sind aber noch ca. 13 Kilometer bis zum Refugio. Also, sollte machbar sein. Ich bin 1,5 Kilometer vom Refugio weg, bin schon komplett leer.
habe da die letzten 4 Kilometer ein bisschen überpaced, weil es schon wieder donnert hat und ein bisschen zum Regnen angefangen hat. Und ich wollte es unbedingt noch vermeiden. Aber das Wetter ist so wechselhaft. Ja, die 1,5 Kilometer werde ich jetzt auch noch schaffen. Und jetzt schauen wir da noch zum Refugio rüber, das ich leider nicht beziehen werde, weil es schlicht und einfach dreckig ist und auf jeden Fall eine Maus drinnen wohnt, wo ich eigentlich keinen Bock drauf habe in der Nacht. Ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Refugio von den letzten Tagen. Das ist wirklich eine Schutzhütte. So, dann noch kurz zu meinem Zeltplatz. Ich habe das jetzt so schlau aufgebaut, dass der Zugang auf der windabgewandten Seite ist. Das glaube ich absolut Sinn macht. Ja, wenn der Regen nicht schlimmer wird, ist das voll okay. Oh, morgen. Heute ist einmal ein richtiges Scheißwetter. Ich bin nicht so wirklich motiviert zum Aufstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir nochmal raus. Sobald es zum Regnen aufhört, will ich mal rausschauen. Das Zelt abbauen. Und dann schauen, dass man nach Albacete durchballert. Und da gibt es heute auf jeden Fall Unterkunft. Der ältere, weise spanische Herr hat natürlich recht gehabt. Das Refugio war absolut nicht zum Benutzen. Es tröpfelt immer wieder ein bisschen. Jetzt fängt es gerade wieder ein bisschen mehr an. Heute stehen ca. 110 bis 120 Kilometer am Programm. Wenn es zum Regnen aufhört, wird es relativ stressfrei möglich sein. Es hat nur kurz aufgehört, wie ich das Zelt abgebaut habe zum Regnen. Ansonsten regnet es eigentlich, seitdem ich aufgestanden bin, seit 7 durch und jetzt ist 9:30. Ich werde jetzt trotzdem aufbrechen. Ich bin jetzt doch noch auf 1600 Meter. Ich gehe davon aus, dass im Tal unten ein bisschen besser wird. Solche Tage gehören halt auch irgendwie dazu. Es kann nicht immer schön sein. Man sagt ja, bevor es besser wird, wird es immer schlechter. Das wäre jetzt der Moment dafür. Irgendwie trotzdem ein geiler Tag. Den Tag in Albacete nutze ich, um mein Fahrrad und auch meinen Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Auch wenn sich ein Monat lang anhört, so ist es doch zu kurz, um die ganze Strecke mit dem Fahrrad zu fahren. Daher nutze ich zum ersten Mal den Zug, um über Valencia nach Zentralspanien in die kleine Stadt Teruel zu fahren. Die Gegend um Teruel ist eine der am wenigsten besiedelsten Gebiete in ganz Europa. Mehr dazu im zweiten Teil. Vielleicht konnte ich den ein oder anderen schon für ein Abenteuer begeistern.